Genau, ganz große, lange Bewegungen. Okay, wir bleiben bei der Schulter und holen die uns nochmal über die Bewegung. Ja, dann gar nicht halten. Einfach mobil machen, genau. Und den Kopf gerade lassen. Lieber nach oben schauen als nach unten. Und den Hintern so ganz leicht angespannt, damit du nicht in dieses Hohlkreuz fällst. Genau. Ganz große Bewegung, genau. Perfekt. Danke, reicht. Noch einmal so alles wieder dahin, wo es hin soll, genau. Und wir machen unsere Hüfte warm. Das heißt, du kommst in den Plank. Rechter Fuß, rechts in die rechte Hand. Außen. Und jetzt kommt der rechte Arm einmal nach oben. Und der linke Arm einmal nach oben. Rechts und links. Okay, über den Down Dog schieben wir den Po zurück und kommen links vor. Hier auch kannst du erstmal ganz kurz dich einsinken lassen, ne, dass du merkst, ah, jetzt kommt die Hüfte, jetzt spüre ich es hier. Und dann im Wechsel wieder rechten Arm, linken Arm hoch. Wenn außen, Fuß immer außen, genau. Im Yoga macht man gerne innen, oder? Oft kann man auch. Kann man auch. Ich mag eine offene Hüfte. Okay, über den Down Dog zurück. Dann kommst du mal ganz kurz auf die Knie und berührst einmal dein Brustbein und drehst dich einmal auf, dass wir die Wirbelsäule noch einmal richtig wach kriegen. Noch viermal. Okay. Steh mal auf. Wir machen heute ein Superset. Das heißt also, wir machen eine Übung und ohne großartig nennenswerte Pause gehen wir gleich in die nächste Übung über. Okay? Und die erste Übung, die heute so in meine Welt kam, ist. Oh ja, ist eine kombinierte Übung. Das heißt, wir machen einen Step Back. Und jetzt kommst du mit dem Po einmal tief, berührst mit beiden Händen den Boden und drückst den Po einmal hoch. Stellst dich wieder hinten. Stellst dich wieder hin und fängst von vorne an. Ja? Also, Step Back. Step Back. Einmal tief, Hände am Boden, einmal hoch. Genau, und fang da ruhig schön langsam an. Ne? Wichtig ist mir, wenn du hier bist, nimm die Hände flach am Boden und der Po kommt hoch bis zu die Beine. Versuch die mal einmal auszustrecken, okay? Ja, genau, knack, knack.
Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Morgen, Ute. 2, 1. Wir kommen alle in den Plank und machen Mountain Climbers. Wisst ihr, was das ist? Bein wieder außen. Und wir springen in die andere Bewegung. Das heißt also, oder du läufst, ja? Das heißt, du läufst, ein Bein kommt vor, ein Bein kommt zurück. Und der kann und möchte, springt. Und zwar so. Let's go. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aus. Atmen, lächeln. Lächeln ist so wichtig, weil es werden Endorphine kreiert. Der Körper sagt, hä, das war komisch, aber gut. Genau, und dann erzähle ich immer ganz gerne auch im Online-Sport, dass egal, was jetzt gerade in deine Welt kommt, was dein Körper dir gerade sagt, manche drehen sich, manche rollen, manche, pff, mach, was der Körper sagt. Der Körper ist meistens klüger als wir, okay? Geil. Runde Nummer 2, Step Back Pike Squat. Ganz langsam, okay? Let's go. Wenn der Po jetzt den höchsten Punkt hat, spannst du den einmal an. Ja? Wenn der Po den höchsten Punkt hat, jetzt spannst du den einfach einmal an, okay? Doch, doch, den kannst du noch. Es ist mehr so die Oberschenkel, die man so ganz fest macht, ne? Und dadurch kriegen wir die hinteren Oberschenkel. Und im Ansatz des Gluteus Maximus im Po, den kriegen wir sehr mobil, ja, wenn du die noch ansteuerst. Mountain Climbers. Wir kommen in Plank. Let's go. Und aus. So, wir holen uns mal die seitliche Hüfte, denn rechtes Sprunggelenk kommt aufs linke Knie. Und du kommst hier mal tief, guck mal, wie weit du kommst. Mit den Fingerchen runter, genau. Und einfach nochmal fühlen.
wie der rechte Po jetzt aufgeht, die Seite. Kannst du den Po so ganz leicht von links nach rechts schieben? Berühr mal den Boden, Ben. Berühr mal den Boden, ja, genau, hol dir Halt. Und jetzt schiebst du den Po von links nach rechts. Yes, Almut, super. Seitenwechsel. Linke Sprunggelenk kommt aufs rechte Knie. Und auch hier wieder sinkst du tief, spürst, wie die Seite aufgeht. Fingerspitzen runter. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Und einfach nachspüren, gucken, wie fühlt sich das an. Und immer, ich finde immer ganz toll, wenn man auch so wertungsfrei damit bleibt. Oh, das kann ich nicht, das tut weh und so, ne? Einfach nur spüren, wahrnehmen, ist so viel mehr wert. Reicht, okay? Dritte Runde, Step Back, Pike Squat, okay? Nochmal, für jeden, der merkt, take it easy, altes Haus, okay? Let's go. Ein leichtes Lächeln umspielt deine Lippen. Noch zwei Stück. Zweimal noch. Und wir warten im Plank. Liegestütz. Wir warten in einer bequemen Position. So, wir machen jetzt Mountain Walkers in der letzten Runde. Das heißt, wir gehen hier, wenn ein Bein vorne ist, einmal tief, die Hüfte einmal tief. Und jetzt versuchen wir hier vorne einmal auszustrecken. Down Dog. Einmal tief. Einmal ausstrecken. Down Dog. Tief. Hol Luft, ne? Ausstrecken. Down Dog. Nimm dir die Zeit zu deiner Hüfte, mach die schön auf. Wenn das Bein vorne ist, kannst du einmal kurz auch, wenn du hier einsinkst in der Hüfte, einmal deinen Nacken mitnehmen, wo du einfach dich durchbewegst, ne? Nimm dir Zeit jetzt für dich, okay? Keep moving. Achtung, kurz Auto. So, noch einmal rein.
Und aus. Um so ein bisschen Mobilität hier wieder reinzuholen, verschränkst du mal die Händchen hinterm Arm, hinterm Po, hinterm Rücken, kommst du einmal hoch und gehst mal ganz langsam von links nach rechts. Guck mal, ob du die Hüfte aktiviert kriegst. Das heißt, ich drehe mich so, wie als wenn ich mich rausdrehen würde aus der Situation. So ein bisschen den, so einen Impuls der Hüfte. Manchmal knackt es auch, da hört man jetzt so ein bisschen, dass man richtig ist. Dann gereicht. So, wir sind schon beim zweiten Set. Easy, oder? Wir fangen jetzt an mit Step Back, Deep Squat Jump. Ja. Das heißt, wir machen nochmal das Gleiche. Das heißt, Step Back, Step Back. Jetzt kommst du einmal tief und machst einen ganz kleinen Sprung. Ganz, ganz leicht, okay? Es darf einfach sein. Let's go. Und aus. Atmen, lächeln. Jetzt was ganz Tolles für die Schultern. Beast to Crab. Das heißt also, wir sind im Beast und bewegen uns einmal so rum, drücken einmal ins Becken hoch, kommen denselben Weg zurück, andere Seite, einmal durchtauchen, rausdrücken. Okay, let's go. Denk dran, ein sauberes Beast ist immer die Anfangsposition, ja? 90 Grad in deiner Hüfte, 90 Grad in deinen Knien und die Knie sind ganz knapp über dem Boden. Beast. Immer ins Beast. Das heißt also, wir tauchen, wir gehen nicht drüber, wir gehen durch. Unten durch, einmal und hochdrücken. Und du bleibst einfach im Beast, ja? Gib mal. Das wird schaden. Beast to crab. Keep going. Unten durch. Eine Hand bleibt, genau. Und hochdrücken. Sehr schön. Yes. Letzten 8 Sekunden. Und aus. Hier wieder, ne? Fühl nach, guck, was die Schultern sagen. Hol alles wieder an seinen Platz. Okay, zweite Runde. Wir addieren eine kleine Übung. Ja, ich zeige dir mal, wie es jetzt aussieht. Und zwar machen wir Folgendes. Step back. Runter, Sprung hatten wir bis gerade. Ne? Jetzt kommen wir ins Beast. Treten einmal vor. Treten einmal vor. Stehen wieder auf. Okay? Also, Beast Kick. Macht mal alle mit. Das ist gar nicht so leicht. Das heißt, du kommst ins Beast. Dein rechter Fuß kommt dahin, wo die rechte Hand gerade war. Die Hand ist weg, ne? Und jetzt kommt das hintere Bein hier einmal durch
Nach vorne und geht sofort wieder zurück. Genau. Linke Seite. Hand geht weg. Und einmal durch. Aufstehen. Step back. Step back. Ja, linke Hand weg. Linke Hand, die du nicht schreibst, genau. Und zurück. Ja, mehr ist es nicht. Perfekt. Wir machen noch weiter und wer möchte, hört mal kurz zu. Wenn man hier nicht durchkommt mit seinem Bein, ja, dann ist man sehr immobil in seiner Hüfte und seiner Schulter, weil der Platz hier nicht reicht, weil ich mich nicht rausdrücken kann hier noch. Ja. Das heißt also, das hier darf man durchaus üben, dass man hier durchpasst. Ja. Wenn man hier so schleift, dann ist man hier nicht mobil genug, weil du hier einfach zu tief hängst. Ja. Das heißt also, das darf man ruhig mal sehen. Keep going. Letzten 8 Sekunden. Und aus. Yvonne macht das immer so schön im Training. Die macht immer so, dann fängt sie einfach an so zu drehen und dann erinnert mich das, wie gut das dem Körper einfach tut, ja? Also einfach mal dem Körper folgen, Entspannung, ja. Wir machen als zweite Übung wieder Beast to Crab. Diesmal steigen wir aber drüber. Das heißt, gerade sind wir hier unten durch, ne? Und jetzt steigen wir drüber. Das heißt, das Bein kommt einmal rüber. Du folgst deinem Körper einfach, ja. Zuerst der Arm rüber steigen, so groß wie es geht, den Bogen ziehen und hoch. Let's go. Beast to Crab. Nur das ohne Feuer wieder. Ja, ja. So, es ist eine wundervolle Übung für die Wirbelsäule, Stabilität in der Wirbelsäule. Ich sage jetzt auch schon Wirbelsäule, wenn ich auch Viertelstunde sage oder viermal. Großen Bogen ziehen. Sehr schön. Diese Übung macht deine Schultern wundervoll frei und deine Wirbelsäule und ein bisschen die Hüfte. Und das Lächeln steht dir so gut. So ein inneres Lächeln. Und aus. Ausruhen. So, wer kann und möchte, beugt mal kurz seine Beinchen und tritt so ein bisschen auf seine Finger. Und jetzt drücken wir mal ein Bein im Wechsel durch. Das ist so ein bisschen die Hüfte, den hinteren Oberschenkel. Schön langsam, Andrea, schön langsam. Ja? Und langsam wieder aufrichten. Und hier auch nachspüren, alles wieder an seinen Platz rücken, wohin ihr hört. Okay, dritte Runde. Wir bleiben dabei. Mehr addieren wir nicht. Okay, also nochmal. Step back. Step back.
Einmal tief, einmal hoch, einmal tief. Beast. Und nochmal für alle, ne? Also da, wo gerade die rechte Hand war, kommt das rechte Bein hin. Dass hier einfach Platz ist, dass hier offen ist, ne? Dann schieben wir das Bein einmal vor, gehen zurück, andere Seite genau das gleiche, einmal vor und stehen auf. Let's go. Im Essen sagt man, wenn keiner redet, schmeckt es allen, ne? Und aus. Okay, zweite Übung dazu. Diesmal nicht Beast to Crab, sondern wir bleiben in der Krabbe und machen Swing-Throughs. Das heißt, du stehst und drückst jetzt mal deinen Po zwischen die Hände und drückst dich wieder raus. Okay, let's go. Einmal durchdrücken, einmal hoch. So, nochmal, das hatten wir am ersten Tag auch, ne? Wenn dein Hintern da nicht durchpasst, hat es nichts damit zu tun, dass dein Hintern zu groß ist, sondern das hat mit deiner Schultermobilität zu tun. Weil du nicht, noch nicht kannst, dass du den so viel Platz schaffst, dass der Hintern da durchpasst, dass du dich so weg genug drücken kannst vom Boden, ne? Aber sieht ja bei allen ganz gut aus. Wenn der Po den höchsten Punkt hat, spannst du den noch einmal an. Einmal kurz ansteuern. Nur mal mental so einmal kurz. Ah, ja, da ist er. Let's go. Genau, und wenn der Po den höchsten Punkt hat, schaust du auch nach oben. Und aus. Ich hatte gestern mit Svante ein Gespräch, da ging es um die Schulter. Und diese Übung zum Beispiel ist Gold für die Schulter. Denkt man ja nicht, aber wenn man sich mal so überlegt, wie wir unsere Schulter bewegen, ne? Also wir schreiben, wir essen und so und wir machen das. Und jetzt kommt endlich mal hinten Gewicht drauf, wo wir uns durchschwingen müssen und so. Also für die Schultergesundheit sind solche Übungen so wichtig, dass man die in seinen Abläufen drin hat, weil man die sonst verliert. Also da use it or lose it, sagt man so schön. Ne? Und wenn die Beweglichkeit verloren geht, kommt irgendwann Schmerz. Ganz einfach. So, ich zeige nochmal ganz kurz, mit wem ich hier rede, sonst haltet ihr mich noch für verrückt. Könnt ihr mal ganz kurz winken? Okay. Angeblich soll ich auch verrückt sein. So, wir machen die dritte Runde. Und zwar kommt jetzt Bunny Jumps Stand-Up. Das heißt, du kommst einmal tief, deine Händchen kommen neben dich, jetzt bringst du die einmal rüber. Dann stehst du wieder auf. Ja? So, mir ist wichtig, dass du leise landest auf der anderen Seite. Ja? Also, wenn du jetzt hier so kommst, leise kontrolliert landen. Okay?
Hey, stopp mal, du machst das nicht. Weil, also, wer jetzt seine Handgelenke arg spürt, ja, der macht Folgendes. Du gehst einmal tief, drückst einmal dein Bein aus, kommst wieder hoch, okay? Let's go, Bunny Jumps, stand up. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Aus. Okay. Zweite Übung, Mountain Walker Down Dog Push-Up. Das heißt, sieht wie folgt aus. Plank, einmal tief, Down Dog, einmal tief, Down Dog. Jetzt kommst du auf deine Knie. Drück dich einmal hoch, okay? Let's go. Also ein Bein nach vorn. Hier kannst du die Hüfte wirklich geben, den Impuls geben. Tief sink tief ein. Wieder zurück, Down Dog. Tief. Down Dog. Ein Push-Up. Und wieder tief. Down Dog. Tief. Down Dog, genau. Ah, da ist ja göttliches Licht gerade bei dir, ey. Hammer. Toll. Geh auf deine Unterarme. Geh mal auf deine Unterarme. Und jetzt einfach Bein nach vorne. Genau das Gleiche. Ja. Ja. Sehr schön. Und aus. Ausruhen. Und auch hier wieder alles wieder an seinen Platz schieben. So, wer es gerade fühlt, ne, und braucht, genau, so ein bisschen die Handgelenke zwischendurch mobilisieren. Da ist Yvonne's Dreher. Zweite Runde, Bunny Jumps. Wir springen sie jetzt nach vorn. Das heißt also, du kommst hier tief und jetzt springst du die einfach mal nach vorn und stehst wieder auf. Okay? Handgelenke, ihr wisst gerade, ihr macht die Deep Squats, ne? Und ansonsten stehen wir immer zwischendurch auf. Halt, gerade gesagt, ja, ne? Also hier einmal kurz hüpfen, leise landen. Und einmal hoch. Okay, let's go.
Noch drei Stück. Drei Stück noch. Wenn der Puls gerade sehr hoch ist, fühl dich mal am Hals, auf der Brust. Und nur fühlen reicht. Lange ausatmen, leichtes Lächeln. Okay, wir kommen in den Plank. Mountain Walker. Wer jetzt wirklich seine Handgelenke gern so spürt, macht Folgendes. Du kommst auf deine Ellbogen. Und was du jetzt machst, sind einfach Knee Kicks mit Flair. Das heißt also Knie, Bein. Okay? Der Rest macht weiter. Mountain Climbers einmal tief. Mountain Climbers, einmal tief. Down Dog, einmal tief. Down Dog, auf die Knie, Push-Up. Wieder von vorn. Let's go. Wir haben es gleich. Wir haben es wirklich gleich. Und ausruhen. Ausruhen. Lächeln. Trainingsminute 39. Aha. Okay, wir holen uns mal zwischendurch einmal den Nacken. Dein Ohr klemmst du hier ein. Deine freie Hand hängt Richtung Boden, zeigt Richtung Boden. Dein Hintern ist fest. Und jetzt baust du mal so ein bisschen Druck auf. Das heißt, du ziehst den Kopf wirklich, also nicht nach vorn, eher nach hinten. Und jetzt zeichne mal mit deiner Nasenspitze tatsächlich Kreise. Und die Hand zieht immer so ein bisschen Gegendruck, ja? Wir zeichnen Kreise in beide Richtungen. Lösen. Andere Seite. Freie Handfläche zeigt zum Boden der Brust fest. Du baust ein bisschen Druck auf. Und dein Näschen zeichnet Kreise. Lösen. Bei wem hat sie knirscht? Okay. Zweimal ganz tief einatmen. Beim Ausatmen geht der Kopf nach hinten, die Zunge geht raus und der Mund geht ganz weit auf. Das sieht ganz komisch aus, aber das macht ganz doll frei. Also einatmen. Aus.
Nochmal. Einfach mal nachspüren, wie frei das jetzt gerade ist da im Nacken. Und ganz viele Blockaden, die da ganz gerne sitzen. Jetzt ist alles wieder frei und macht uns die letzte Runde viel leichter. Bunny Jumps von rechts nach links, okay? Letzte Runde, let's go. Wer mit seinen Handgelenken ein Thema hat, macht es gerade mal nicht. Ja, aber hast du nichts davon, wirklich nicht. Ist dein ganzes Körpergewicht. So, komm, noch fünfmal springen. Fünfmal springen noch. Fünfmal, Simone. Almut, fünfmal. Ab jetzt. Und wir gehen ein letztes Mal in den Plank. Wir kommen mit der Hüfte tief. Du kommst auf die Unterarme, wer also Unterarmthema hat, ne? Obwohl, das machen wir mal alle. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist eine wundervolle Bauchübung. Ja, die mag ich auch nicht. Das heißt, du bist auf den Unterarmen, du bist im Plank, schiebst ein Knie raus. Und wenn du das Knie draußen hast, dann folgt erst der restliche Fuß. Ja? Also, Kniekick. Ja? Also, auf die Unterarme oder auf die Hände, wenn es dir zu piekig ist oder so, ne? Egal wie, aber es sieht so aus, dass du so stehst, eins ausfährst, dann den Rest mitnimmst. Boah, da kommen die Geräusche her. Dann ganz weit unten. Okay, wir kommen auf die Hände. Hip Thrust, das heißt also von links nach rechts kippen. Let's go. Kann man auch auf den Unterarm machen. Unterarme. Und aus. Ausruhen. Ich mag dein Lächeln. Okay, wir holen jetzt nochmal die hinteren Oberschenkel. Das heißt, du fährst dann dein Beinchen runter, trittst auf deine Finger und im Wechsel ganz langsam. Drückst du ein Bein durch. Und spür mal hier den hinteren Oberschenkel, spür mal deine Hüfte. Schön langsam, langsam, langsam. Und langsam wieder hoch.
Auch hier wieder atmen, genau. Nimm mal den Nacken, das heißt also, wir rollen mal den Kopf nur von links nach rechts. Und wenn es geht, nur über hinten. Wir sind mit unserem Kopf ganz, ganz oft am Tage vorne, weil wir in die kleine Quäke da glotzen oder in einen Bildschirm. Okay, der rechte Mittelfinger kommt auf die Wirbelsäule. Und jetzt greifst du den freien Ellbogen. Beim Ausatmen ziehst du dich mal ganz weit auf, sodass diese Zwischenrippenfaszie hier mal richtig lang gezogen wird. Ja? Dann kommst du zurück, große Bewegung öffnen. Linker Mittelfinger auf die Wirbelsäule. Und noch einmal. Okay, für die Schultern holen wir uns noch, die Ärmchen sind vorne. Jetzt drehst du hier vorne ganz runde, schöne Kreise. Guck mal. Als wenn du hier so ein Stück Kreide hast und hier vorne ist wirklich eine Wand und du willst an der Kreide malen, an der Tafel malen. Auch. Genau, das ist also so eine Tafel und da willst du dran malen. Ein wenig. Die bleiben eigentlich, genau. Bei wem knallt die da an der Schulter oder knackt ein bisschen? Der dreht mal seine Arme. Okay, lösen. Okay. Dann wünsche ich dir jetzt ein wundervolles Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ja, eine kalte Dusche fehlt jetzt vielleicht noch, ne? Danke, tschüss.